Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Editor. Ja, wie ihr seht, befinden wir uns auf Insane Testing. Ich weiß noch nicht, welchen Wagen wir heute am meisten benutzen werden, den Crown Victoria oder den Bell. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir den Crown Victoria heute überhaupt benutzen. Ich werde auf jeden Fall erstmal mit dem Bell anfangen, weil ich gerade voll Bock auf den habe. Und ja, ich habe, wie ihr gesehen, noch nicht die Karriere geändert, auch noch keine Kamera, weil heute immer noch derselbe Tag ist. Ich muss für morgen aufnehmen, denn morgen muss ich was Wichtiges tun. Lol, warum geht der nicht so ab? Ich bin gerade mal mit. Ach. Oh, man sollte vielleicht. Kein Wunder. Wenn man nicht auf. Na, wie heißt. Manuelle Schaltung geschaltet hat, dann geht es natürlich nicht. So, wir können hier mal ein bisschen landen und starten. Hm? Ich kann ja meine First Person dann machen. So. Oh. Oh, lol. Okay, das hat er jetzt noch nicht registriert als Landung. Jetzt erstmal das stabilisieren und. Na komm runter. So. Halb versunken, aber okay. Wie tief geht's denn da? Da ist erst der Boden. So, jetzt schnell hier raus. Hier rum. Oh, geil. Da soll man einen Blackhawk machen. Das wäre richtig geil. Oder so eine Cobra oder ein Viper. Das wäre geil. So richtig schöne Militärhubschrauber. Oder ein Pavel. Oder es gibt ganz viele geile, die man machen könnte. Ja, es gibt so viel Potenzial. Okay, wir werden einfach hier drunter durchfliegen. So. Oh. Oh, fuck. Ja, das war ein bisschen ungünstig. Oh, schön gegen. Und jetzt geht's. Nochmal runter. Da hat zum Glück der Propeller, der Rotor, ein bisschen abgefangen schon, aber unangenehm wäre es trotzdem. Mal werden wir mal jetzt hier rechts. Ich versuche jetzt nicht durch die Röhren, das wäre zu hart. Wow, und schon ist der Rotor kaputt. Ups. Ja. Okay, wir können es ja mal versuchen durch die Dings. Versuchen es erstmal einmal durch die offene. Also durch die halbe Röhre zu fliegen. Danach können wir versuchen durch die ganze richtige Röhre. Oh. Wow. Oh shit. Aber die Folge mit dem Bell kam richtig gut bei euch an. Deswegen denke ich mal auch, dass ihr den mögt. Ich hoffe es. Weil der hatte innerhalb von 17 Minuten 59 Aufrufe, was schon echt krass ist. Dafür danke eigentlich immer. Ja, wir versuchen heute einfach mal ein bisschen Stunts zu machen. Schön mit dem Bell zu fliegen. Crown Victoria werden wir dann morgen oder so benutzen. Jetzt mal runter. Komm. Na, schaffen wir nicht davor. Ja, hier können wir es schaffen. So. Oh, das war knapp. Oh, genau, so ein Little Bird. Es gibt so viel, was er machen könnte. Oh, dafür sind wir nicht hoch genug für diesen Stunt. Und vor allem ist es ziemlich weh. Ein bisschen kürzer ist jetzt gemacht. Ob, ist eine andere Frage, ob er jetzt aerodynamischer ist, aber kürzer ist er wenigstens. So. Das ist gleich erstmal schön hochziehen, so das wird knapp über der Brücke. Durchs rüberfliegen. Schön. Schön tief fliegen, aber nicht zu. Also nicht zu tief. Und. Oh, wunderbar. Und jetzt Gas. Also Schub. Aber knapp. Schön hier durch. Ich glaube, das ist jetzt super. Oh. Oh.
Aua. Au. Böse. Okay. Wo fliegen wir denn lang? Wird so ein richtig schönes Sand-Map. Hätte ihr links eine gemacht, aber leider kommen wir mit SketchUp noch nicht so richtig. Ja, es weiß es gerade, das mit Blender kann ich emulieren. Es gab so ein schickes Tutorial von Jersey Sam für SketchUp. Leider kann ich damit noch nicht simulieren, um die. Also, doch, es geht schon, aber irgendwie backt es da ein bisschen. Und deswegen kann ich jetzt keine guten Objekte für Maps machen. Und deshalb, ja, kann ich auch keine schöne Flug-Stunt-Map machen. Oh, das ist so böse. Grote hat erstmal ein bisschen abgefangen, aber jetzt geht. Oh. Böse. Wir wechseln einfach mal zum Fort Crown Victoria. Und es wurde gesagt, wir haben den obersten nicht gemacht. 1999er Fort Crown Victoria ist eigentlich ein Unterschied. Und da hatte er recht. Oh. Fort Crown Victoria. Und obersten. Da ist ein leichter Unterschied. Hier hinten ist der hauptsächlich, oder? Ist da ein Unterschied? Nö, nur vorne. Egal, was ich mal gucken will. Engine. Pushbar, Lightbar. National Lights. Und dann noch Pushbar Type A, nein, Pushbar Type B. Bestimmt mal so eine schicke Undercover-Polizei. Hier sieht man es jetzt nicht, aber von vorne sieht man es so schick. Voll geil. Ja, genau, wir können jetzt einmal die schicke Undercover-Polizei da reinfahren lassen. Zum Fleischklopfer, wie wir ihn getauft haben. So. Stop Motion. Boah, sieht geil aus. Na, der Slow Motion war ziemlich spät aktiviert. Hey, das California-Kennzeichen. Wo fahren wir nochmal? Ja. So, wir haben mal so. Und da werden jetzt schön gegenknallen. Boah. Böse. Boah. Drehen. Und dann machen wir das Kopfritual. So, jetzt schön hoch. Aber ist schon ein schönes Model. Hat er echt gut gemacht, den Fort Crown Victoria. Erinnert echt so an diesem GTA 4 Mods. So, quält sich aber da hoch mit dem V50, aber das ist auch ein krasser Hügel. Einmal reloaden. Hey, da stimmt sogar Airbag. Airbag. So, um hier eigentlich jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht so lang. Oh, aua. Ah, das war nicht so nett. Aber wir können trotzdem mal hier lang fahren. Und hier schön. Wow, 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 wow. So langsam fällt mir doch an, also abgesehen von diesem. Warte mal. Front Bumper waren da. Was war da? Da! Wenn wir die Fender wegmachen. Ja. So viel dazu. Das war schon mal genial.
Ja, da hat er irgendwie ein bisschen viel. Schade, weil ich wollte diese, ja, diese schwarzen Teile wegmachen, weil die echt nervig sind. Weil diesen beiden Crashs immer backen. Und das sorgt dafür, dass irgendwie ganze Crashs immer scheiße aussehen. So, dann ist hier einmal vorbei. Nein! Aua. Das war unabsichtlich. So, jetzt da lang. Dem vorbei. Go. Und jetzt köpfen. Klappte nicht ganz, aber dennoch gut, ja. Einiges da nach hinten geschoben. Genau, komm, das probieren wir mal. Oh, geht hier schlecht in dem Auto. Da hat man eine schlechte nach hinten Sicht. Warum funktionieren die Spiegel nicht? Da müssen wir uns an der Straße orientieren. Oh Gott. Das ist hart. 95. Wow. Oh, da hab ich nicht umgedacht. Autsch. Das war böse. Aber das ist geil. Ich muss erstmal kurz die Straße finden. So. Jetzt schön rückwärts. Jetzt muss ich die Kontrolle halten. Oh, nicht zu weit rüber. Oh, nicht hier. Scheiße. Oh. Noch fahren wir. Fahren noch. Oh, die Drehung war nicht geplant, aber die wird trotzdem gut. Und wie sieht der Wagen aus? Oh, böse. Jetzt auch nochmal darauf. Boah. Da werden wir einige cineastische Crashs mit dem machen. Okay, da haben wir jetzt schon ein bisschen Beschädigung gehabt. Hatte ich vorhin gesagt. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm. So. 70 etwa. Das ist ein schöner Aufschlag. Aber die Überschlag. Na doch, da ist er. Ich wollte schon sagen, der Überschlag bleibt aus. Aber da sind sie. Aber wie gut man da durchgucken kann, wundert mich irgendwie. So, noch einen letzten Crash. Ja, dann nehmen wir die Treppe. Treppe scheint mir eine gute Alternative. Treppe scheint mir eine gute Dings zu sein. Ah, guter Abschluss. Das hier rechts. Oh, schöne Kurve. Oh, aufpassen mit dem Heck. So, da jetzt schön hoch. Links, so. Und jetzt hier runter. Gut, da kam er schön. Also werden wir auch runterkommen. Ja. Wunderbar, schöne... Oh. So, da werden wir jetzt schön auf die Front nochmal knallen. Jetzt schlussendlich wird es auch mal zur Seite gehen, oder? Nein, kommen wir bis ganz unten. Nein. Jetzt geht's runter. Aua. Aber so halb auf dem Dach, also wird er nicht zu klein gemacht. Wobei das doch schon ziemlich klein ist. Ja, ist böse. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.